Schaller, geht die Luft aus? Schauen wir, wir melden uns dann wieder, wenn es 5-1 steht. So, wir sind hier bei 5-1 im dritten Satz für Hubert Zuzor. Aufschlag von Schaller gegen den Matchverlust und 15-0. Aber da macht er Fehler. Er ist in sich schon, sehen Sie, jetzt haut er den Schläger hier am Boden auf. Er ist in sich schon so unruhig, denn er weiß, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Er hat spielerisch auch nichts mehr entgegenzusetzen. Huber Zuzor zieht das jetzt wirklich voll durch. Sehen Sie es? Und dann setzt er leider out. 30 beide. Zwei Punkte trennen hier Hubert Zuzor noch vom Sieg und von der 4-2 Gesamtführung für Mattersburg. Das wäre super. Das ist gut. Schaller. Und es verschießt Schaller. Hohen Bogen out. Das ist Matchball. Matchball für Hubert Zuzor gegen Schaller. Schaller hat sich bereits selbst aufgegeben. Der sieht da nicht mehr viel Land. Schlägt jetzt auf. 30-40 Matchball. Und das ist der Sieg. Ist das der Sieg? Nein. Ist das der Sieg? So, das Score war nicht richtig, aber das macht nichts. Das ist eben so. Keine ORF-Berichterstattung. Es ist wurscht. Aber jetzt muss 5-1 stehen, oder? Steht es 5-1? Steht es jetzt 5-1? Jetzt ist Matchball. Matchball. Und jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist es durch. Und das ist der Sieg für Hubert Zuzor. 4-2 Gesamtscore für Mattersburg. Und da summen wir den ungarischen Legionär ein, der nichts kriegt. Der spielt gratis. Das gibt es auch Ungarn, die gratis spielen bei Clubs. Das nennt man Ausländerintegration. Somit steht es 4-2. So, wir sind hier beim Doppel, meine Damen und Herren. Das 1er Doppel führt 6-0, 3-0. Wir steigen live ein. Ein neuer Doppelmann ist gekommen. Der haut da drauf wie ein Derwisch. Wahnsinn, dieser neue Mann. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, es ist Skolik. Ist es Skolik? Das ist der Skolik. Er spielt mit Dreitel das Doppel. Aber sie sind 0-6-0-3 hinten. Kämpfen gegen Windmühlen. Das 1er Doppel von Mattersburg. Schuck, Tom und Manfred Allraum haben heuer schon einmal zumindest miteinander gespielt. Und dann solche Fehler. Mein Gott. Ja, wie gesagt, oft haben die Spieler vom Grund her, vom Schlag her eine super Vorhand. Aber dann kommt der Aufschlag viel zu harmlos rüber. Da gehört auch eher dieser Skolik dazu. Ja, dann verhatzt er. Da fehlt ihm ein bisschen das Gefühl. Auf dem anderen Platz da hinten, dieser Stand 5-2, ich summe ein, stimmt. 5-2 führt Parik mit dem langen Mann, der da jetzt gekommen ist. Ich nenne einfach jetzt, summe ich ein. Schaut der irgendwie ähnlich. Parik schlägt auf. Kann ich jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen, wer das. Das ist von dem Adler Christoph und Stefan Schwarz jedenfalls hinten in die beiden. Das gibt es gar nicht. Also wenn, wie gesagt, vorher hat man ja, Manfred Allraum hat sich angeboten, nicht zu spielen. Das wäre womöglich hätte verheerende Folgen gehabt. Gott sei Dank spielt Manfred Allraum. Schuchtom. Was macht ihr denn da? Spielt der Katz und Maus mit den beiden. Mit Dreitel und Skolik. Und hier haben wir das Dreier-Doppel. Das ist auch ein sehr, sehr enges Spiel. Momentan 5-2 für Forchtenstein. Peter Doppler spielt mit Peter Granditz. Don Petros gegen Reis, Müller und Brunner. Sieht hinten 5-4.
schaut es auch nicht gut aus. Also, wie gesagt, insgesamt ist es keine gemade Wiesen, wie man so schön sagt, wie es vorher eigentlich geglaubt wurde, wenn alle spielen Doppel. Hubert Zuzor spielt kein Doppel heute, nachdem er wieder drei Sätze gespielt hat. Aber es war auch taktisch klug gemacht, dass Hubert Zuzor, der vielleicht nicht so der Doppel-Experte ist, hier heute nicht spielt. Aber, dann wieder ein Schlagfehler von Skolik. Ich glaube, es ist Skolik. Ich werde mich jetzt auf dem Spielbericht erkundigen, ob dieser Mann auch Skolik heißt. Denn sonst hat man wieder mal einen Spieler falsch benamselt in einem Video. Das ist auch sehr peinlich. So, wir sind in der Schlussphase. 6-0, 5-0 für Olra Manfred mit Tommy Schuck, 15 beide. Ja, jetzt ist es für die Galerie, absolute Galerie der Ball. Aber leider nicht. Aber bitte tu da nicht mehr, Manfred, mit deiner Hüfte, mit deiner angeschlagenen Hüfte, dann noch solche Schläge zu spielen. Das ist einfach gefährlich, aber das ist halt auch das letzte Meisterschaftsspiel. Deswegen probiert man da noch. Und bei dem Stand ist es wirklich wurscht. 5-0. Aber jetzt 30-15, Leute, passt auf. Die Spieler sind auch bei 0-6-0-5 noch reingekommen, obwohl das ist wieder der typiert ihn da wirklich mit solchen Bällen. Das ist eigentlich eine Verarschung hier schon. Übrigens, der Spieler heißt wirklich Skolik. Ich habe auf den Spielbericht geschaut, der Mann heißt Skolik. Philipp Skolik, glaube ich. Oder Benjamin Skolik, weiß es nicht. Die Zeit haben wir auch nicht mehr, jetzt das genauer zu recherchieren. Aber er ist ja nur fürs Doppel gekommen. 30 beide übrigens. Schuckto mit einem herrlichen Tops mit Lob. Ist der gut? War der gut? War der gut? War der gut? Ja, der war gut. Unglaublich. Herrlich. Den haben wir alles, da haben wir alles drauf, Leute. Das ist ein Matchball. Ah, noch kein Matchball. Spielball. Spielball haben wir. Spielball zum 1-5 noch. Geht er wieder vor. Taktisch klug immer. Ja, sehen Sie, und wieder ein Doppelfehler. Das ist immer dasselbe. Da braucht man nur einen Schritt rein ins Feld gehen und kann man den anderen Gegner schon so aus der Fassung bringen, dass er hier einfach einen Doppelfehler erzwingt. Einstand. Herrliches Spiel. Dann ist heute wieder hier in Forchtenstein. Schuckdom, wieder gute Vorhand. Das ist gut. Schauen Sie, Olra Manfred bewegt sich nicht immer mehr. Der voliert einfach nur mehr und geht rein ins Gangerl, macht das Gangerl auf. Wie einer, der sagt, komm. Da bitte hast du das Gangerl ganz allein für dich, aber der schießt ins Netz. Das ist ein Wahnsinn. Ja, so ein Doppel kann man auch noch spielen, wenn man 6-0, 5-0 führt. So ein bisschen überhebliches Doppel auch schon. Matchball, jetzt haben wir Matchball. Jetzt ist der Matchball da. Und auch der Gesamtsiegball zum 6. Platz in der Tabelle. Da ist alles erledigt. Wenn der Matchball jetzt verwertet wird, ist alles erledigt. Aber da kommt nochmal Skolik dran. Jetzt Dreitel. Skolik? Dreitel? Skolik? Nein! Schade. Schade. Das war ein bisschen zu harmlos gespielt. Zu harmlos gespielt von Olram Schuck. Sein viel Mitleid auch. Der Mitleidigkeitsfaktor spielt ja auch eine Rolle. Ja, Mitleid kennt man. Aber irgendwann muss man dann auch den Strick zuziehen und sagen, okay, Leute, jetzt ist es vorbei. Lang haben wir euch leben lassen, aber irgendwann ist es dann geschehen. Dreitel hat Probleme beim Aufschlag vorher. Hat er ja ganz klar gegen Doppler Peter heute verloren. Aber jetzt beim Service. Wieder gute Vorhand. Schuckdom ist ein Vorhandspieler. Oh, aber leider nein. Wenn der gekommen wäre, hätte Schuckturm schlecht ausgeschaut, aber leider kommt er nicht. Wieder Matchball. Matchball Nummer 2. Aufschlag Dreitel. Jetzt geht wieder Manfred Olram. Natürlich geht er rein ins Feld. Natürlich will er ihn wieder irritieren.
und Stopp. Und das ist der Fehler. Das ist der Sieg für Mattersburg. Das ist auch die, ja, die Nicht-Relegation. Das ist der sechste Platz, ist drinnen. Der Sieg ist heute auch drinnen. Das war's. Die anderen Doppel sind bedeutungslos. Die anderen Doppel sind bedeutungslos geworden. Zu diesem Zeitpunkt. Bravo. Bravo. Könnt stolz sein auf den Sieg. Schaut in die Kamera, da rauf. Da sind wir, da sind wir. Da ist das Vogel. Herrlich. So, und da hinten ist es aber noch lange nicht vorbei. Schauen Sie, wie der Wolfgang Barek da voliert. Unglaublich. Die spielen da auf, die Geigen auf, der Wolfgang Barek mit seinem Partner, der übrigens Postmann heißt. Ein langer Lulatsch. Das ist ja, der, die haben da den ersten Satz 6-2 wirklich gewonnen gegen Adner und Schwarz. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt weiß ich ungefähr, wie der, wer das ist. Ähnlichkeit sehe ich jetzt bei Postmann. Ich zoome jetzt einmal Postmann ein. Postmann am Netz. Der macht immer den Punkt. Das sieht ein bisschen aus wie der Arzt im Wein von Auf dem Highway ist die Hölle los. Schaut es euch heute einmal an. Postmann, da ist er. Ich zoome noch einmal, aber ich habe den. Schaut ein bisschen aus wie der Arzt von Auf dem Highway ist die Hölle los, in dem, der immer mit Burt Reynolds in dem Wein gesessen ist. So ein bisschen. Eine Ähnlichkeit hat dieser Mann. Ah, Wahnsinn, wir haben da wirklich einen schlechten Zoom. Da müssen wir uns noch natürlich auf das andere Doppel auch noch konzentrieren später.